Unter der strahlenden Spätsommersonne von Cannes liegt sie endlich in ihrem Element. Was für ein Premieren-Setting der Dela 30 One Design. Und es kommt noch besser. Wir dürfen vor Eröffnung des Cannes Yachting Festivals an Bord und mit der Dela sogar den ersten Testschlag unternehmen. Noch aber wird geschraubt, bleibt also Zeit, Fragen zum Rig zu klären. Der Mast ist aus Carbon, das ist leichter, aber auch deutlich teurer als Alu. Doch die Vorteile überwiegen. Wenn man ein ordentlich großes Großrigger fährt mit nennenswert Squarehead, dann verbietet es sich ein festes Achterstag. Das heißt also, man würde Backstagen fahren. Und wenn man den Mast sicher genug haben möchte, dass er ohne die Backstagen stehen bleibt, dann fährt man sehr hohe Oberwandenspannung. Also dann müssen nur durch die Pfeilung der Saarlinge und das, was die Oberwanden dadurch achterlicher als der Mast angreifen. Das ist alles, was den Mast nach hinten hält. Und dadurch entsteht ein sehr großer Stauchdruck auf den Mast. Den kann ein Mast aus Carbon besser ab als einer aus Aluminium. Und darüber hinaus kann man unter anderem, weil er den Stauchdruck besser ab kann, eine Saarling einsparen. Und eine Saarling weniger, das wäre in dem Fall sozusagen die obere, die macht weniger Windwiderstand und nochmal weniger, zusätzlich weniger Gewicht. Und so schlägt man dann, also das ist wie eine Aufwärtsspirale. Man geht auf Carbon, der Mast wird leichter, man spart eine Saarling, dadurch wird er noch leichter, er kann mehr Stauchdruck ab und dadurch braucht man noch nicht mal mehr die Backstagen zu fahren, um damit den Mast zu sichern, sondern sie werden zum reinen Trimminstrument. Backstagen sind gut, um ein bisschen Biegekurve in den Mast reinzufahren, also kontrollieren den Durchhang im Vorlieg, also vom Vorsegel, aber sie sind nicht notwendig, den Mast stehen zu lassen. Wir können Spielhalsen fahren, auch bei viel Wind, ohne dass die Backstagen und also dass wir von den Backstagen abhängig sind. Genau, und jetzt kann man also sagen, also Carbon gut, Alu schlecht, weil leichter. Und das könnte man jetzt bis zum Exzess treiben. Und dann schlägt es irgendwann so richtig auf den Geldbeutel. Also zum Beispiel Saarlinge sind ja ziemlich weit oben, aber sind ein sehr kleines Bauteil. Die aus Carbon zu bauen, würde Punkte bringen, aber wäre sehr, sehr teuer und sie sind auch recht empfindlich. Also sie würden zum Beispiel, sie könnten problemlos den Stauchdruck ab, der ihnen aufgebürdet wird, aber dann könnte man nicht drauftreten, wenn man mal im Mast rumklettert. So, also macht man sie aber so stark, dass sie das abkönnen, dann sind sie wiederum nicht mehr viel leichter als die Alu-Geräte und dann kann man es gleich ganz lassen. Und das ist beim Großbaum ganz ähnlich. Also der ist so tief im Schwerpunkt und der Gewichtsvorteil ist dann, wenn man ihn aus Carbon hat, so gering, dass es dann mehr Punkte bringt, einfach ein Segel mehr zu haben, was dann in den passenden Bedingungen das Boot richtig vorantreibt, als die ganze Zeit einen kleinen Benefit aus dem Carbon-Großbaum zu holen. Also ich glaube, ein Carbon-Großbaum bringt genau dann Punkte, wenn man das Boot im Herbst abregt. Wenn man den Baum abbaut und ihn unter Deck legen will, dann ist er aus Carbon super, weil dann lässt er sich einfacher handhaben. Was die Segel-PS angeht, ist die Dela potent ausgestattet. Wir tragen da jetzt irgendwie 67 Quadratmeter mit den beiden Segeln. Das ist ja für 2800 Kilo Boot eine ganze Menge. Und das Boot hat aber einen ausreichend tiefen Schwerpunkt, dass es das auch über eine sehr breite Range tragen kann. Es kommt zügig damit in die Strümpfe und muss aber nicht vorschnell gerefft werden. Und dass man das groß reffbar an Rutschern und die Genua auch mit einem Reff an Starkreitern fährt, das war das letzte Mal, dass Willi Dela das noch für die alte 38 in den 80er Jahren durchgepeitscht hat, weil er gesagt hat, ich will keine Rollanlagen haben. Und das wird hier auch aufgegriffen, weil die Rollanlage einfach viel zu schwer wäre, das will man nicht haben. Und das Segel einfach auch sicherer zu bergen ist, wenn es an Starkreitern gefahren wird. Und das ist recht universell einsetzbar durch diese Reffreihe. Also man kann jetzt, sage ich mal, wenn es nur darum geht, mit dem Boot überhaupt loszufahren im Fahrtensegelmodus, dann kann man völlig problemlos mit groß, mit seinen zwei Refs und dieser Genua mit der Binderefreihe losfahren. Und ob man sich dann irgendwann mal noch ein Kite, irgendwas Asymmetrisches oder Ballonartiges oder ein Code oder irgendwas dazu holt, das kann man dann einfach sich aussuchen und den eigenen Fahrgewohnheiten anpassen. Klar, dass die Segelgarderobe bei unserem ersten Testschlag aber komplett ist, bis hin zum großen Gennaker. Kostenpunkt der Vollausstattung samt Code Zero, A2 und A5 Gennaker 27.000 Euro.
Für beste Leistung unter Segeln haben die Segelmacher ins obere Regal gegriffen. Das geht los mit diesem Großsegel. Das ist ein sogenanntes Square-Top-Groß. Der hat also einen sehr breiten Kopf. Und das ist aerodynamisch günstiger, natürlich ein bisschen mehr Fläche, aber vor allen Dingen twistet so ein Segel besser. Und wir haben dann uns für eine Lattenkonfiguration mit 5 durchgehenden Segellatten entschieden, weil in unseren Analysen das zeigte, dass das Segel diese Konfiguration am besten twistet. Und von den durchgehenden Latten haben wir uns heute versprochen und wissen, dass das auch länger hält, ein robusteres Segel ist. Denn die Dela 30 One Design, die soll ja auch als Double Hand Boot benutzt werden. Da sind natürlich die Ansprüche nochmal höher. Die Segel werden stärker belastet, auch mal missbraucht, wenn man so sagen will. Und insofern ist diese Konfiguration des Segels und auch dieses Tuch unserer Meinung nach am besten geeignet. Es handelt sich hierbei um Fusion M. Das ist unser Membransegeltuch, das wird eingesetzt von TP52 bis zu Melges-Booten, aber auch neuerdings bei Boris Herrmann, bei der Malizia und ist aus Aramid-Lament oder mit Aramid-Fasern laminiert. Hat in diesem Fall hier diese schwarzen VX-Oberflächen, die sorgen noch einmal weiter für Robustheit und auch für eine bessere Formbeständigkeit, Langlebigkeit in der Profilhaltbarkeit. Und diese ganze Konfiguration haben wir auch übertragen auf das Vorsegel, auf die Jib, die ja eingesetzt wird bis etwa 16, 17 Knoten Schuhwind. Und dann kommt ein Segel, das wir vielleicht auch noch sehen, das eine Stuckfork ist. Genug der Theorie, jetzt wollen wir aber endlich mal sehen, was die neue aus Greifswald kann. Als erstes entscheiden wir uns für die Konfiguration mit der kleinen 13,5 Quadratmeter messenden Fock. Das ist natürlich Design für Windrange so ab 18 Knoten, vielleicht 20. Das kommt natürlich auf das Crewgewicht an. Im Double-Hand-Modus wird es vielleicht schon früher zum Einsatz kommen. Das ist ein Cableless-Design. Das heißt, wir haben vorne im Segel kein Antitorsionskabel, sondern es hat eine leichte Folie-Rundung. Und dieses Design erlaubt es, das Segel auch tatsächlich als Genua-Stacksegel oder als Reaching-Segel einzusetzen und dadurch noch mehr Einsatzbereich aus diesem Segel herauszuholen. Man kann es also einsetzen zusammen mit dem Code Zero oder auch unter dem A5 Jennica und auf gewissen Reaching-Angles dann noch mal mehr Druck erzeugen und vor allem auch eine Lee-Anströmung auf dem Großsegel. Als zweites Vorsegel kommt die Genua mit etwa 28 Quadratmetern Fläche zum Einsatz. Ja, die Genua oder die Fock ist ja mit etwa 28, 27 Quadratmeter bei diesem Boot schon sehr, sehr groß. Und da ist es notwendig, um den gesamten Windbereich abzudecken, das Segel auch mit einem Reff zu fahren. Das wird dann etwa gerefft auf 20 Quadratmeter. Das ist wie ein Bindereff im Großsegel, nur eben in der Fock. Das kennt man auch von den Pogos und den Open-Booten, die haben das ähnlich. Und das sorgt dafür, dass wir die Fock bei bis etwa 17, 18 Knoten Wind vollfahren können. Dann kann man es noch eine Ecke verkleinern und dann kommt eben im ganz oberen Windbereich die Schwerwetterfock zum Tragen. Darüber hinaus haben wir dann noch einen Cableless Code Zero. Der ist für die Reaching-Kurse gedacht und hat auch als Cableless-Segel einen sehr breiten Einsatzbereich und wird dem Boot hier richtig Beine machen, denke ich. Des Weiteren im Paket den A2 Jennica. Das ist der Segel für die tiefen Kurse und dann gibt es für die Reach-Kurse im mittleren Windbereich einen A5. Jennica und der ist eher für Halbwindkurse optimiert und designt. Da werden wir noch ein entsprechendes Sailchart gestalten müssen, zusammen mit der Werft, wie die Einsätze dieser Segel wirklich optimal zueinander passen. Gerade auf den 95 Quadratmeter großen A2 Jennica haben alle gespannt gewartet. Schließlich verspricht er am meisten Spaß und der lässt nicht lange auf sich warten. Oh,
Der erste Testschlag geht erfolgreich zu Ende und alle Beteiligten sind mehr als zufrieden. Ja, jetzt das erste Mal sie unter Segeln erleben. Das ist ja ein Riesenschritt, weil so eine lange Entwicklungszeit, so eine lange Bauzeit des Prototypen, dann das erste Mal Druck in den Segeln ist natürlich wirklich etwas, worauf man eigentlich hinfiebert. Und dann hat man ja automatisch irgendwie so das Notizbuch im Kopf, so wo was gehört jetzt alles geändert. Und das war heute schon geradezu gespenstisch, dass sehr wenig dazugekommen ist, was wir nicht vorher schon wussten. Also ja, der Baum wird noch ein bisschen gekürzt, dass er einfacher unter den Backstagen durchschwingen kann. Wir haben nochmal die Leinenlängen überarbeitet und wissen deswegen jetzt schon, ja okay, die da ist halt zu kurz, aber macht nichts. So konnte man trotzdem mitfahren, aber was das Fahrverhalten des Bootes angeht, ist es schon also über jedweden Erwartungen. Und die waren ziemlich hoch, die Erwartungen, und die sind übertroffen. Das war jetzt sehr, sehr, sehr viel. Also sie fährt zügig auf allen Kursen und sie lässt sich unvorstellbar einfach steuern. Also mit genau dem richtigen Druck, mit der perfekten Kontrolle auf sämtlichen Kursen, Krängungswinkeln. Man kann das mit dem Boot machen, was man will. Es gehorcht. Das ist ganz, also wie ein gut dressiertes Pferd. Ja, wir konnten jetzt ja heute mit der DLR 30 One Design hier vor Cannes schon mal so ein paar Schläge hin und her machen, auch mal unter Gennaker runterfahren bei so 15 bis 18 Knoten Wind. Und das war jetzt noch kein Test, kein richtiger, noch nicht auf Herz und Nieren und alles hell und so und wie wir das sonst so machen einfach mal, weil wir das Boot ja auch so selbst, wir haben es ja lange begleitet, noch gar nicht gesehen haben. Ich muss sagen, war schon erstens von außen zu sehen, es ist ein richtiger, sieht richtig aus wie so ein Racer, was da daherkommt, auch ziemlich aggressiv, schon irgendwie ungewöhnlich und aber nicht schlecht. Und dann drauf zu sein auf dem Boot, das Boot zu steuern, das ist hier so ein Boot, da möchte man mit weiterfahren. Da möchte man gerade an der Kreuz, wo man ja oft nicht so gerne segelt, da möchte man einfach so weiterfahren. Und dann natürlich unter Gennaker runter. Es macht einfach Spaß, alles sehr easy. Und ich glaube, da ist hier schon was ganz Gutes gelungen. Und ein bisschen wird ja noch dran gebastelt, aber das ist auch ganz richtig gut Wege. Und was es dann genau allerdings kann, das werden wir dann im Test sehen. Richtig, denn der große Yachttest folgt im Herbst. Dann werden wir die 30er noch einmal ausführlich unter die Lupe nehmen und sowohl technische Details wie den Wasserballast erläutern, als auch den Wohnkomfort unter Deck prüfen.